neues Roleplay-Video. Heute fangen wir uns unseren eigenen, ganz echten Werwolf. Und falls ihr schon gespannt seid, dann es geht jeden Moment los. Abonniert nur noch gerne den Kanal, wenn ihr neu hier seid, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann let's go! Oh mein Gott, okay. Ich habe diese neue Fernsehshow gesehen und es gibt auf jeden Fall Werwölfe. Ich bin jetzt überzeugt. Ich fange mir meinen eigenen. Okay, wo würde ich denn einen Werwolf finden? Hier ist überall Wald, aber Werwolf wäre natürlich nicht in der Stadtmitte. Ich fahre vielleicht mal zum See runter. Vielleicht habe ich da noch bessere Chancen als hier in der Stadt. Weil ich habe hier noch keinen gesehen, obwohl ich hier schon meine ganzen 15 Jahre wohne. So, zack, zum See. Und da sind wir auch schon. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Hier ist bestimmt mein eigener Werwolf. Und dann kann ich ihn fangen und dann kann er einen Haufen Stuff für mich machen. Und ich habe so viel Arbeit, die ich eigentlich gar nicht selber machen möchte. Im See selber wird er nicht sein. Werwölfe haben ja Angst vor Wasser. Hat jedenfalls der Typ in der Fernsehshow gesagt. Hier ist das Camp. Hier wurden natürlich schon Horrorgeschichten erzählt. Würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo... Oh mein Gott. Das ist ein Werwolf. Das ist ein echter Werwolf. Okay, okay. Oh, ich habe eine Banane dabei. Vielleicht kann ich ihn damit irgendwie anlocken. Hier, kleiner Werwolf. Eine Banane. Nom, 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 nom. Das schmeckt dir gut, hä? Das klappt. Habe ich dich. Hey, was machst du da? Lass mich los. Tut mir leid, Mr. Werwolf. Du kommst mit mir nach Hause. Ich brauche deine Hilfe. Gut. Aber du musst mir versprechen, dass du mich gehen lässt, nachdem ich dir geholfen habe. Ja, ja, klar. Alles klar. Verspreche ich. Wir gehen jetzt erstmal in mein Haus. Komm mit. So, Mr. Werwolf, hier ist mein Haus. Wir gehen erstmal oben rein. Komm mit. Ich habe natürlich auch schon alles dekoriert noch wegen Weihnachten. Aber das muss ich... Oh mein Gott, vielleicht kannst du mir da auch helfen. Okay, eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir in meine Garage. Warte, ich mache mal deine Handschellen ab. Du würdest mich nicht angreifen, oder? Ich mache mal die Tür zu, aber ansonsten sind wir zwei ja Freunde. Dann kommen wir mit in die Garage. Ich habe hier einige Kisten, die muss ich noch umräumen und das ist mir alles viel zu anstrengend. Die Weihnachtsdeko selber. Okay, du wirst hinten, hier hinterm Haus, da sind ein paar Kisten. Es wäre super lieb, wenn du die gerade reintragen könntest. Lass mich mal nachsehen. Oh, da ist nämlich das ganze Werkzeug drin und die ganzen Weihnachtsbaumständer, die ich hatte. Und dann kann ich endlich abräumen. Oh, perfekt. Oh mein Gott. Das geht ja richtig leicht bei dir. Du bist ja voll stark. Oh, das ist ganz einfach. Krass. Ja, aber dachte ich mir schon. Ich meine, man hat ja auch so ein bisschen supernatürliche Fähigkeiten als Werwolf, die ich nicht habe. Ja, also als Werwolf kann man sowas. Cool. Oh mein Gott. Dann trag du mal die anderen Kisten rein und ich gehe schon mal hoch und mache uns vielleicht einen Snack. Boah, okay. Ich muss sagen, ich habe mich hier vielleicht ein bisschen überschätzt. Ich bin kein guter Koch. Ich habe auch keine Ahnung, was es zum Abendessen geben soll. Okay, was gibt's denn in dem Rezeptbuch hier? Oh, vielleicht das, aber ich kann kein Steak machen. Hm, lass mich mal sehen. Hier, ich meine das Rezept. Kannst du es sehen? Hm, das sieht nach einem leckeren Rezept aus. Denkst du, du schaffst das? Ich kann dir helfen. Ich setze mich einfach hin und warte. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Oh mein Gott, das ging ja schnell. Was? Du hast gerade in 2 Minuten Steaks gemacht? Nach Rezept und mit Bohnen? Das ist eine Werwolf-Spezialität. Das schmeckt so gut. Oh mein Gott, ich habe noch nie so ein gutes Steak gegessen. Dankeschön, Werwolf, ist köstlich. Kein Problem. Oh, und wo du gerade hier bist, ich habe da noch so ein Problem, bei dem ich Hilfe bräuchte. Und zwar, das Problem ist direkt hier vorne, ich glaube, du siehst es schon selber, der Zaun fällt halt jeden Moment um. Guck mal, da vorne fehlt schon ein Stück, deswegen können die ganze Zeit hier Leute in mein Haus reinlaufen. Oh, ja, ich sehe es. Ich meine, was ist das? Die schwimmen in meinem Pool? Ich habe jetzt gar keinen Gartenzaun mehr. Geh weg, ich habe dir das schon 10-mal gesagt. Das ist mein Haus, nur weil ich keinen Zaun habe. Eindringling. Bist du so eine alte Wachwerwolf? Hund? Entschuldigung, ist das gemein? Darf man das nicht sagen? Ist Werwolf und Hund was anderes? Niemand darf in mein Territorium. Oh mein Gott, ich fühle mich direkt 10-mal sicherer. Ja, aber wegen dem Zaun. Vielleicht kannst du dir das mal angucken? Ja, ich schau mal. Okay, danke schön. Oh, perfekt, vielleicht habe ich endlich keine fremden Leute mehr in meinem Haus. Oh, da ist schon wieder jemand. Hallo. Mensch, 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 Mensch. Grrr. Oh mein Gott, die hat sich einfach in der Luft aufgelöst, weil er sie angeknurrt hat. Werwolf, vielen, vielen Dank für deine ganze Arbeit. Du machst das ganze Haus zu einem sichereren Platz. Und, warte, du hast den Zaun hier hinten auch schon repariert? Der sieht viel stabiler aus. Ja, das war einfach. Wow, du bist voll der Handwerker. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie eine Lösung finden. Vielleicht können wir morgen zum Baumarkt fahren und neue Zaunlatten für hier vorne kaufen. Baumarkt? Ja, das ist der Laden, wo Menschen hingehen, wenn sie Holz brauchen oder, keine Ahnung, Aluleisten, Hammer, Schrauben. Was macht ihr denn? Baut ihr alles mit euren Händen? Oh, ich hole es aus dem Wald. Ich schätze, das macht Sinn. Oh mein Gott, aber deine ganzen Kräfte sind so cool, Werwolf. Kannst du mir beibringen, wie man sich auch in einen Werwolf verwandelt? Ich wünschte, ich wäre auch so stark. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist.
Sich in einen Werwolf zu verwandeln, ist eine große Verantwortung. Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Bitte, bitte, Werwolf, ich verspreche, ich bin so vorsichtig. Ich will doch nur lernen, wie man das macht. In Ordnung, aber du musst versprechen, vorsichtig zu sein. Und deine Kräfte nicht für was Schädliches zu benutzen. Ja, das macht Sinn. Ich verspreche es. Okay, um sich in einen Werwolf zu verwandeln? Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben, dass ich mich jetzt tatsächlich in einen Werwolf verwandeln kann. Also noch nicht, er bringt es mir gerade erst bei, aber... Ah. Okay, um sich in einen Werwolf zu verwandeln? Muss die Person zunächst ihre Energie bündeln und sich auf die Verwandlung konzentrieren. Alles klar. Oh, was ist denn jetzt schon wieder jemand hier drin? Oh mein Gott. Es ist wirklich nicht sicher in diesem Haus. Wir müssen wirklich mal zum Baumarkt. Raus! Werwolf, lass uns woanders hingehen. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung. Also, ich bündel meine Energie. Dazu ballen wir normalerweise unsere Fäuste, schließen die Augen und atmen tief ein, um sich zu beruhigen und zu zentrieren. Okay, das macht Sinn soweit. Und dann habe ich mich konzentriert und dann kann ich mich verwandeln? Ja genau, sobald die Person in einem konzentrierten Zustand ist und auch in einem entspannten Zustand ist, dann kann sie die Verwandlung beginnen. Okay, ich ball meine Fäuste, ich bin konzentriert, ich bin entspannt. Ich konzentriere mich auf die Verwandlung. Die Verwandlung geschieht in der Regel, indem sie die magischen Worte Wolfsgeist, gib mir deine Kraft sagen und die Hände in einer kreisförmigen Bewegung über ihrem Körper bewegen. Alles klar, das kriege ich hin, perfekt. Alles klar, alles klar. Dann, ich konzentriere mich, ich bin entspannt, ich bewege meine Hände. Okay, Wolfsgeist, gib mir Kraft. Oh mein Gott. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich fühle mich so viel stärker und so viel schneller. Oh mein Gott, ich kann so viel besser hören und sehen und riechen. Gern geschehen. Oh mein Gott, ich kann jetzt ein echter Werwolf sein. Wie verwandle ich mich jetzt zurück? Oh, du musst genau dasselbe wieder machen. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Okay, Werwolf, ich weiß, ich hab's versprochen. Wir sind mit allen Aufgaben fertig. Vielen, vielen Dank für deine ganze Hilfe bei den Hausarbeiten. Ich hätte es nie alleine geschafft. Jetzt bin ich endlich sicher vor Eindringlingen und ich weiß auch, wie ich sie selber vertreiben kann. Die haben wahnsinnig Angst vor Werwölfen. Es ist Zeit für dich, wieder in die Freiheit zurückzugehen, zu deinen Freunden und deiner Familie. Es tut mir leid fürs Kidnappen. Ich mach's nicht wieder. Gerne, es hat Spaß gemacht. Okay, dann Dankeschön und du kannst immer besuchen kommen. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Falls du mich brauchst, weißt du, wo ich bin. Alles klar, dann mach's gut, Mr. Werwolf. Tschüssi. Da ist er unterwegs. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Wir hatten ehrlich einen echten Werwolf und ich weiß jetzt, wie ich mich verwandeln kann. Und oh mein Gott, beste 2-3 Tage meines ganzen Lebens. So, das war's mit dieser Folge Roblox Roleplay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut unbedingt bei meinem Merch vorbei. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ich habe super viele coole neue Designs, die exklusiv im Shop verfügbar sind. Und das Winterdesign gibt es nur noch für Ende Januar. Das heißt, wenn ihr noch schnell seid, könnt ihr es ergattern. Danach ist es nie wieder im Shop verfügbar. Also, wenn ihr ein Winterdesign möchtet, dann geht jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.